Jetzt kommen hier gleich zwei, auf die ich mich freue. Hier sind sie aus Fuck You Goethe, Teil 3. Sie sind die Helden aus Teil 1 und Teil 2. Hier bei Fuck You Goethe, Teil 3. Jetzt rastet jetzt aus und bringt alles zum Beben. Also, komm mal! Für Jella Hase und Max von der Gröben aus Fuck You Goethe 3. Setzt euch bitte! Jella Hase und Max von der Gröben! Schön, dass ihr da seid! Schönes Lied! Schönes Lied? Ja, mir hat gut gefallen. Ist das schon in den Charts? Das Lied ist schon in den Charts, super. Ja, ist schon in den Charts, aber es wird nie so hoch einsteigen, wie ihr in den Kinocharts eingestiegen. Direkt von 0 auf Platz 1 und ich glaube, ihr seid bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich da. Also wahnsinnig erfolgreich. Fuck You Goethe 3. Aktuell. Danke. Drei Kinoteile habt ihr jetzt gemacht, ne? Fuck You Goethe 1, 2, 3. Habt ihr alle drei gesehen schon? Wart ihr schon im Kino? Ja. Leute, Lebens. Hat ihr denn jemand schon den dritten schon mehrmals gesehen? Den dritten schon mehrmals? So. So nämlich. Gutes Beispiel. Mit gutem Beispiel geht sie voran. Die war auch gestern in Bocholt, sagte sie. Ach, ja stimmt. Da haben wir uns gesehen, ne? Genau. Ja. Bist du ein guter Schauspieler? Ich hab's geglaubt. mein Kumpel Phil Lauder hat mir auch geschrieben, dass der dritte Fuck You Goethe-Film der beste Fuck You Goethe-Film ist. Ja. Einer Person gefällt das. Aber jetzt, wenn ich da Fuck You Goethe so geschrieben sehe, da waren ein paar Rechtschreibfehler drin, oder? Kann das sein? Nee. Alles genauso. Nee. Tatsächlich habe ich, man geht immer vorher zum Arzt, bevor man so ein großes Projekt dreht. Man geht immer vorher zum Arzt? Ja, um sich zu versichern lassen, dass man gesund ist, irgendwie so versicherungsmäßig. Und zwar dann habe ich den Titel hingeschrieben und Fuck You Goethe. Und dann hat der Arzt mich darauf aufmerksam gemacht, dass Goethe aber ein bisschen anders geschrieben wird. Dann habe ich nur gedacht, aber Fuck You ist dir nicht aufgefallen, oder? Gibt es jetzt irgendeinen Film in Amerika oder in Hollywood, wo ihr sagen würdet, der hat euch zur Schauspielerei gebracht? Das ist so dieser eine Moment, wo man sagt als Kind, das ist der Moment. Harry Potter. Harry Potter. Ja, also damals haben wir den Film in der Schule gesehen. Und ihr habt den Film in der Schule gesehen? Ja. Sie war auf einer Zauberschule. Nein, hallo, wieso? Wir haben den in der Aula geguckt, da war ich noch relativ klein. Ja, wir haben den geguckt, zusammen alle, so wie man halt manchmal in der Schule Filme guckt. Und dann fand ich Hermine so voll toll. Ja, Hermine ist Beste. Ja, und dann dachte ich so, Mann, wie geht, warum macht die das und ich mach das nicht? Weil die zaubern kann man nicht. Nein. Aber Schauspieler meinst du, ja? Ja, genau. Also wie funktioniert das? Also da habe ich das erste Mal das wirklich, glaube ich, als Beruf begriffen. Ja, also ein Schauspieler, das ist hart, da muss man durch die knallharte Audition, durchs Casting, ne, durch Aufnahmeprüfungen und das möchten wir mit euch ein bisschen machen.